falsche Tonlage, falsche Tonlage. Wo bleibt denn ihr? Bau? Nein. Kenne ich nicht, unbekannt. Was? Naja, doch, ein bisschen. James Bond, du Pfeife. Herzlich willkommen, meine lieben Freunde, zu einem neuen Tagebucheintrag hier auf dem DayZ Löwenherz-Server. Virus fährt hier die Karre. Wer ist hier noch mit drin? Ist Hillbilly mit drin? Ja. Hillbilly ist bei uns mit drin. Redguard und Halunke kommen gleich mit einem Little Bird hinterhergeflogen. Die Sache ist folgendes: Wir wollen Stress, weil irgendwie, ne, looten kann jeder und wir wollen eigentlich nur Stress. Und Redguard und Halunke fliegen mit dem kleinen Little Bird dann über uns rüber und checken mal so ein bisschen die Lage. Am besten kommt erstmal nach Balota. Und wir kommen dann nach Balota, ne, weil der Ponne, der ist da. Und isst gerade ein Hotdog. Falsch. Weil Balota ist wie Ikea, nur ohne Smallland. Ich weiß, das hat gerade keinen Sinn gemacht, aber eigentlich fand ich es lustig. So, Redguard, erzähl mal so einen Schwall aus der Jugend, wir haben noch Zeit irgendwie. Was war im Osten noch so schlecht? Die Helis sind nicht so hochgeflogen. Ja, das stimmt. Weil irgendwann war ja die Glaskuppel oben zu Ende. Ja. Ja. Erstmal tanken, ne? Jo. Machst du oben in Position. Ich glaube, der Little Bird muss auch noch ein bisschen getankt werden. Nein. Den bin ich ja vorhin schon mal geflogen. Warum fliegst du mal über die Tanker? Weiß ich nicht. Pussy. Du musst auch nicht. Oha. Ich weiß zwar nicht, wo gerade meine Frau ist, aber das Babyphone hat gleich keinen Saft mehr. Hier blinkt das gerade neben mir. Naja. Und wie ist das Babyphone? Oh, super Babyphone. Super, super Babyphone. Aber sobald ich das Haus verlasse, kein Empfang. Muss weiter rechts. Nee, auch wenn ich rechts das Haus verlasse, kein Empfang. Aber was sehr geil ist, ich sorge dafür, dass mein Sohn langsam schon Psychosen entwickelt, weil das hat ja eine Gegensprechfunktion. Und dann drücke ich da immer drauf und sag so, I see you. Sleep, little child, sleep. So, weiter, so was mache ich halt. Wie von Shining, der verrückte Vater. Ja, genau sowas. Ich bin hier. Perfekt, müsste passen. Ach, Gott sei Dank, meine Frau ist wieder da. Lady, Babyfon ist alle. Also noch nicht. Noch höre ich das Kind. Oh. Hört ihn gar nicht, er lässt nur volle Macker gerade raushängen. Hier, nimm mit. So, da kommt der Little Bird. Wie, was hört man gar nicht? Die ist wahrscheinlich gar nicht da. Hier, sag mal, dass du da bist. Sag mal, hallo. Ja, geht doch. Ja, siehst du, Pon hat nämlich gesagt, die ist wahrscheinlich gar nicht da, ey. Oh, bei Vendetta gibt es keine Skandale, deswegen muss er sich beim Wichsen, muss er Sextapes drehen. Weißt du? So ist das hier bei Vendetta. Oh, Mann. Pon unterstellt mir echt alles, ne? Boah, das ist knapp. Würdest du auch, ja. Schiebt der Redguard schon wieder Pussy Action? Hat er ja, schon wieder? Ja, muss ich wirklich mit dem fliegen? Schmeiß ihn raus und sammel mich ein. Ja. Okay, ich steig hier aus auf dem Dach. Schubst ihn einfach runter. Ja, echt. Na toll, man kann gar nichts sehen. Wunderschönes Auto, aber man kann den Halunken da oben nicht sehen. Ach, da ist. Ah, nee, komm ich nicht hingezoomt. Fahr mal ein Stück zurück, Virus. Nur so ein Stück, dass man den Heli sieht. Ah, danke, reicht. Kannst du noch tanken? Ja, ne? Jo. Sehr gut. Redguard, wink mal. Redguard, wink mal. Der Redguard winkt nicht. Ah, da ist er. Jetzt ist er echt auf dem Dach. Halunke, gib Gas. Noch kein. Ich schütte. Nein! Ich hab's. Und jetzt hol ich mich ab. Redguard, nein, spring nicht. Das Leben ist viel zu schön dafür. Redguard. Wir sind voll getankt. Wir sind vollgetankt. Kannst du den Redguard mal abholen? Okay, ich gehe wieder in die Ego-Perspektive. Hey, warte. Ist er schon wieder weggeflogen ohne dich? Ey, guck mal, der verarscht dich doch.
Nein, gleich. Der verarscht dich. Weil gerade noch das eine Menü aufgepoppt ist. Oh, bin drin. Jetzt geht's los. So, du bist bei Lothar, ja? Ja. Okay, in Smallland. Oh, nur noch 45 Minuten. Eieieiei, das heißt eine halbe Stunde Action und dann schon wieder zurück zur Base oder was? Ja. Das klingt doch nach einem Plan. So. Noch ein EGF-Lader, da, ne? Naja. Es ist EGF Maximus. Das ist ja eh der gefährlichste von denen, oder nicht? Nee, das stimmt gar nicht. Der unsichtbare, Invisible. Der ist gefährlich. Der ist gefährlich. Bei den siehst du ja wirklich nicht. Ist er etwa unsichtbar? Ja, das war damals so, als er seine Sheets eingetippt hat. Er hat halt gedacht, da kann er die Sheets eintippen, aber dummerweise war das der Spielername. Und, ne? War ja, halt ehrlich. Ja, passiert. So sind die EGFler. Dumm. dumm sind die. Oh, wo bist du denn gerade gegengefahren? Irgendwie hat's gerade so voll gehakt. Ich bin auf der Straße. Gibt's hier unsichtbaren Trash? Ist hier Invisible Trash? Ah ne, den gibt's ja auch bei EGF. So, weiter hier. Sollen wir an dieser Stelle nochmal die Leute von EGF, die Videos hier auch gucken, grüßen? Nee, ne? Also, ich muss sagen, die EGFler sind mir teilweise schon die liebsten Gegner geworden. Echt? Ja, die machen, also wenn die, dann wird's richtig, immer richtig spannend, richtig actionreich, richtig interessant. Manchmal verliert man auch, aber... Oh, das macht Spaß. Bei denen ist die meiste Action. Wenn wir die als Gegner haben, haben wir die meiste Action. Ja, dann wollen wir mal gucken. Wir haben jetzt noch Wesp ist ja auf dem Server, oder? Toto, ja, ach, Toto. Wesps machen wir fertig. EXT, die spielen, EXT spielen ziemlich unfair. Ja, aber EXT ist auch gar nicht auf dem Server. Ja, manchmal kommt doch wer von denen. Aber hier die neuen, die NETWs, von denen sind... Ah, ihr seid gerade durchgefahren? Ja. Das doch. Wir sind gerade durchgefahren. Hier, über Kamenka oder was? Zeleno gerade sind wir durch. Oh, hä? So, pass auf, aber wenn die, ich kann das nicht aussprechen. NETW, das klingt scheiße, lass uns mal dafür irgendwas finden. Wenn die unten sich mit Wes, also mit Toto in Elektro hatten, ich guck mal kurz auf die Karte. Schrei bitte, wenn vor uns ein Gegner ist, ja, damit ich schnell wieder aus der Karte. Nee, Elektro ist grün, aber dann sind die Tscherno oder so. Toto hängt doch immer in der Baracke ab. Oder irre ich mich? Ja. Ich irre mich. Nein, du irrst dich nicht, Ach so. Hast recht. Du wie immer, großer Meister. Da vorne am Fahrzeug Danke. Sind welche, oder? Was? Ah, nee. Was? Was? Nein. Was? Feindlicher Traktor. Ja, den sehe ich. Bahn fertig. Wir fahren dann links, ne? Ja, wir fahren links. Du checkst die Straße, ob vor uns was kommt. Ja. Also Frau, weil du gerade... du fährst ja jetzt doch geradeaus. Ich dachte, du fährst links. Virus. Ach, bin ich doch. Nee, Virus ist weiter geradeaus gefahren, nicht an der Kirche runter. Nee. An der Kirche lang. Frau, wir fahren jetzt hier gerade lang, ich mache Bum Bum, der Halunke da oben macht Lucky Lucky und der Virus macht Fari Fari. Und der Redguard macht Pussy Pussy. Was mach ich? Wie immer. Der Ponne macht Wati Wati. Und Hillbilly macht City City. Hey, Lucky Lucky nach hinten. Lucky Lucky nach hinten. Lucky Lucky. Hi, Lucky Lucky. Ponne, Wati Wati. Ja. In Baloti Loti. Ja, okay. Ihr könnt da meinen ganzen Rucksackinhalt haben. Ponne ist krepiert und dann ist er da unten gespawnt. Ich habe 3 Blutpakete dabei. Jawohl, also Ponne erschießen und Blutpakete klauen. Virus ist erst falsch abgebogen. Achso, ihr seid auch wieder gewendet. Ja. Ich warte gerade ein bisschen, ne? Nicht, dass ihr woanders langfahrt und ich mich hier tot warte. Mir ist übrigens aufgefallen, ich darf niemals Heli-Pilot sein. Höchstens im äußersten Notfall. Wieso nicht? Ja, weil ich ab und zu diese Disconnects habe. Oh. Ja, die das kennst du doch. Und natürlich Pseudo auch nicht, weil der macht damit lieber so eine Gleitshow über einen Rasen. Das ist auch total ärgerlich. Das ist spielerbedingt. Hatten wir das eigentlich auch? Ich glaube, es lag aber daran, dass er nach vorne gedrückt hatte und der Heli quasi nach vorne schon den Schub hatte. Ja, irgendwie sowas muss es gewesen sein. Und dann ging er halt in Richtung... Wald ab. Ja. Wo seid ihr? Wir kommen, wir haben euch schon gesehen. Also ich sehe. Ach doch, jetzt sehe ich euch.
Hat auch ganz schön lange gedauert, hätte ich nicht gedacht. Ja, falsch abgefahren. Außerdem ist der hier nicht so schnell. Er kommt jetzt gerade mal auf 99, 100, kurz die 100 angekratzt, wieder 100. Ist halt ein Lama. Schnell sind wir ja auch nicht. Ja, aber du musst keine Straßen fahren. Doch. Oh, du fliegst genau auf mich zu, warte mal. Wenn ich mich jetzt hier so bewege, dann siehst du mich bestimmt, ne? Ist er in einem Baum? Nee. Doch, Ponne baumt ganz oft rum. Ach nee, auf der Straße, oder? Ja. Jo. So. Du könnt ihr das Feuer nicht eröffnen. Schieß die Flares ab. Piu, 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 piu. Hat das Ding auch Flares? Keine Ahnung. Ich weiß gar nicht, wie man die überhaupt abfeuern kann. Oh, da konnte er ja nicht schießen. Da ist Ponne. Anhalten. Okay, Balota war free, ja? Also geht's weiter nach Tscherno. Bin drin. Dann pack dein Zeug gleich rein, notfalls. Ach ja, gute Idee. Halunke, Tscherno drücken. Ja. Könnte gefährlich für euch werden und fliegt es ein bisschen weiter. Ja. Oder ein bisschen höher. Ja, so. Ja, höher ist besser. Dann kannst du notfalls auch ein bisschen schneller fliegen. Aber aus einer gewissen Höhe sieht man die Autos nicht mehr auf der Straße. Das ist immer viel Kacke. Also wir sehen euch gerade noch. Okay. Da sind Zombies noch gewesen. Habe ich gesehen gerade bei Lothar Airfield. Wollen wir da doch nochmal gucken? Das könnte mein Zombie gewesen sein. Oder war in der Stadt auch noch Zombies? In der Stadt waren keine. Ja, dann war da wahrscheinlich einer. Echt? Umdrehen, oder was? Ja, ja, ich war da nicht mehr. Ich ja, los, komm, die ganze Zeit da gewartet auf der Straße. Halunke, nochmal bei Lothar rüberfliegen. Wann kam eigentlich der Moment bei uns, in dem wir so kriminell geworden sind, dass wir hier nur noch auf Gegnerjagd sind? Seitdem die das mit uns auch machen. Ja. Wir sollten aufhören mit DayZ und fangen jetzt mit Arma an. Damit guck wir mal, nur noch ich meine Gegner schießen. Hier liegen zwei tote Zombies. Sonst ist nichts zu sehen gewesen. Zwei Leichen. Ach, aber ich habe den Zombie auch laufen gesehen. Ja, ich habe auch gesehen. Autsch. Also im Turm sehe ich auch nichts da im Seitenfenster oder so. Nee, komm, dreh um. Nichts zu sehen oben drin. Nee, und dafür ist auch hier zu wenig Aktivität. Wenn hier jemand wäre, dann würden hier ein paar rumlaufen. Ja. Baum, baum, baum. Wartet erstmal, bis wir ja nur rein sind. Ihr überholt uns doch gleich. Ja. Red Guard, ey. Der Little Bird ist nicht so schnell. Der schafft bloß 120, 130. Red Guard, wirklich? Ja. Wirklich? Wie gesagt, oft genug getestet. Vendetta testet. Vendetta testet. Jetzt, Let's play. Jetzt teste ich, wie ich mit dem Humvee hier einen Little Bird runterhole. Aber nur da steht ein LKW an der Tankstelle. Okay. Wir nehmen jetzt also den Humvee als Uhr, ja? Wenn ihr irgendwas seht, Hillbilly und Virus, ja? Bitte jo. Auf 3 Uhr, auf 4 Uhr, auf Schieß mich tot Uhr. Okay. Also das war ja mal eine schlechte Auskunft. Was? Ich hab gerade auf links darauf erwartet, dass da ein Ural steht. An der Tanke. Der stand aber rechts bei den Schienen. Ja. Gut. Ja, der war kaputt. Soll ich zur Barge reinfahren, oder was? Zu was? Zur Baracke, ja, würde ich sagen. Redguard, siehst du Zombies? Nein. Parkplatz auch keiner? Keinen einzigen Zombie zu sehen. Hey Billy, kannst du mal kurz auf Karte gucken? Ich glaube, du hast gerade am meisten Zeit. Guck mal, ob irgendwas rot ist. Sieht ziemlich leer aus, ja. Ja, ein LKW vor der Baracke, aber kein Zombie. Ja, Toto überhaupt sitzt nix. Aber auch in der Baracke und wartet. Ja, aber da müssten ja Zombies trotzdem da sein. Hier ist überhaupt kein Zombie, ja. Null. Elektro ist übrigens rot. Okay, Elektro dann weiter. Ist rot, ja. Und dann weiter Richtung Elektro. Fährst trotzdem nochmal an der Baracke vorbei hier, oder was? Mhm. Ja. Ja, besser ist das. Mal in die Fenster gucken. Aber alle Türen sind auf, das ist nicht Toto-Style, weißt du? Toto macht die Türen zu und sitzt dann dahinter. Der wartet einfach, bis dann irgendjemand in die Baracke kommt und die Türen öffnen. Ja, aber hier müssten ja auch Zombies sein. Ja, hier ist tote Hose, ab nach Elektro.
Übrigens, da sind zwei EGFler wieder online gekommen. Jo, Maximus und, ne, drei. Jokerface, Fragil und Maximus sind da. Ja, Maximus ist die ganze Zeit schon da. Das war falsche Tonlage, falsche Tonlage. Wo bleibt ihr? Nein. Nee, ich weiß nicht. Kenn ich nicht, unbekannt. Was? Naja, doch, ein bisschen. James Bond, du Pfeife. War es aber schlecht. Was? Ja, war schlecht. Das hab's selbst nicht erkannt. Alter. Ey. Ihr seid ja Homos. Wollen wir weitermachen mit Serienraten, bis wir irgendjemanden sehen? Und Serien- und Filmemusik raten. Los, Bonne, du bist mit dem nächsten dran. Warte mal. Ach nee, ich muss ja weitermachen, bis jemand errät. Und der muss dann weitermachen, ne? Ja. Okay. Mission Impossible. Yeah! Oder Cobra übernehmen sie, hätte ich auch noch akzeptiert. Stimmt, ja. Elektro noch rot? Ja, hier unten ist ein Zombie. Bei mir Elektro ist es grün. Und rot. Ist beim grüne. Ja, vielleicht kommt uns ja was entgegen. Oh, hier ist ein Zombie? Ja. Oh, oh, hier links, ja. Hier links wurde irgendwas geschossen. Da ist auch ein Bus vorne. Ich glaube, das ist auf dem Berg, oder? Könnte sein, eventuell. A little Bird. Gucken, Little Bird. War ja. Das hier vom Berg aus, oder? Also, ich habe die Schüsse vom Berg gehört. Okay, wir gucken mal. Aber auch nichts gesehen. Komm, Little Bird. Gab's doch bei Worms, ne? Bitte komm. Ja. Sieht irgendwer irgendwas? Nee. Ich fahre nochmal vorbei und schaust mal nach rechts. Ja. Guck hier mal auf den Berg, Redguard. Ja, mach ich. Meint er einen Sniper auf dem Berg? Vielleicht. Er hat sich mehr angehört wie G36. Ja, es war eine Billigwaffe auf jeden Fall. Boah, es klang so nah hier, ne? Ja, deswegen. Dann muss das relativ weit oben gewesen sein, oder? War es vielleicht auf dem Leuchtturm? Meinst du? Von der anderen Seite? Nee, ich hab's von oben gehört. Und wenn drei Leute sagen, es ist von da oben, dann kommst du jetzt auf Leuchtturm. Naja, um alle Möglichkeiten abzuwägen. Das ist gar nicht verkehrt, Herr Ponne. Was? Verkehr? Nee, kein Verkehr. Oh. Nicht verkehrt. Bei mir leckt's gerade tierisch. Das ist auch nicht verkehrt. Ich guck nochmal zum Leuchtturm. Okay, bin wieder da. Ah, Leuchtturm sehe ich nichts. Also auch nicht von hier, das ist gemeint. Was? Wo seid ihr? Ich habe euch gerade voll aus den Augen verloren. Wir sind hinter euch, wir kommen gerade. Am Leuchtturm müssen die sein, glaube ich. Ja, Höhe Leuchtturm, wir kommen jetzt ja gerade beim Bus entlang. Jungs, fliegt ein bisschen höher, ey. Ihr gebt ein gutes Ziel ab. Pussys. Ja, nee, also wenn ich das sage, dann ist das sichere Pussy. Wenn Redguard das sagt, dann wird's actionreich. Also immer drauf hören, wenn Redguard Angst hat, dann erst recht. Tiefer! So. Da liegt was auf der Straße. What? Zwei Leichen. What? Ah, da vorne eine Tankstelle. Zwei Leichen. Billy, du bist auch. Stopp, stehen bleiben! Ja, schießen! Ja! Hab ihn. Der erste liegt, weiter. Der hatte nichts. Oh, leck! Oh! Hä? Ist noch jemand? Die haben Transfusion, ne? Deine wurde erschossen. Ach ja, scheiße. Ich hol die mal kurz. Ja, die haben Blut dabei. Und Fleisch einpacken. Oben den Wald nicht außer Acht lassen. Ich guck auch rum. Ich
glaube, der war gerade ganz schön angepisst, weißt du? Endlich hat er was Fahrbares, steht an der Tanke. Ärgerlich. Machst du denn noch so lang? Packst du alles ein? Ja, okay. Also an der Stelle wäre ich jetzt total sauer, aber gut ist ja, dass unten Virus hat gekillt, steht, weißt du? Denn dann ist keiner böse auf mich. Ja, der wird ja da wieder gespawnt, da kannst du gleich looten. Ja. Oder wir kommen hier vorbei. Wie sieht's denn kartenmäßig aus? Ah, da waren auch welche. Grün. Wo ist jemand? Da, Tode am LKW. Ne, der wird nichts haben. Oder warte, was hat der? Der hat noch eine Waffe. Das sind drei sind das, drei. Okay, alles absafen hier. Dann nehmt notfalls auch die Rucksäcke mit. Bitte. Da ist ein Todos an UAZ. Abgebrannt. Redguard, Halunke, irgendwas an der Küste oder so zu sehen, dass da irgendjemand jetzt spawnt? Wir sind aber auch Schweine, ey. Oh, wie ich uns hasse. Virus? Ja? Kannst du ein Stück nach vorne oder nach hinten fahren, weil links habe ich nur den Baum im Blick. Danke. So kann ich wenigstens mal hoch im Wald gucken. Okay, wollt ihr Elektro überfliegen? Können wir machen. Okay, bist du fertig? Erstmal einen Überblick zu verschaffen. Ja. Das sieht so nice aus, wie ihr da hinten aufsteigt und jetzt... Ah, das gefällt mir. Das hat ja echt... Was? Oh, nee, war nur drin. Ich muss mich umdrehen. Okay. Das hat ja echt was so von Professionalität gerade hier. Danke. Nee, also was ich jetzt allgemein meine hier, ne? Es wird gelookt, es wird geballert, das ist schon eine coole Nummer. Das ist eine geile Angelegenheit. Firestation ist schon im Bereich, ne? Ja. Also wenn jemand an der Firestation wäre, würde es leuchten. Ja, ich meine auch. Okay. Ja, noch keine Zombies hier. Ey, warum ist das so ruhig hier? Das kann doch nicht sein. Wo sind die alle? Es sind so viele online. Aber wo sind die? EGF Invisible ist jetzt auch da. Also vier EGFler jetzt. Oh. Wir müssen eh bei 3 Base. Zappalot. Zappalot. Wollen wir trotzdem noch über Beretz fahren? Können wir machen. Vielleicht sind die ja über Beretz zurückfahren oder was? Ja, da könnte man möglicherweise nochmal ganz schnell ins Krankenhaus reingucken. Wenn wir Glück haben. Okay. Was? Und nach dem Server-Restart sollten wir rein theoretisch nochmal losfliegen und ganz, ganz schnell die Krankenhäuser looten. Damit wir wieder genug im Lager haben. Irgendwo rausschmeißen lassen. Wo, Ponne, sollen wir dich rausschmeißen? Achso, wegen morgen. Ja, ich muss mal mich ausloggen. Bist du hier raus, oder was? Ist da vorne was? Ah ne, ist ein Baum. Ja, dann lass mich mal hier raus. Alles klar. Tut mir leid, dass ich diese geile Action... Naja, viel Spaß. Bis jetzt ja noch weniger. Ciao. Alter, da ist ein Spieler, da ist ein Spieler. Ach, ist Ponne. Ich wollte gerade abdrücken, ey. Glück gehabt. So. Hat er seinen Rucksack geleert? Ponne, hat seinen Rucksack geleert? Ne, ich hab alles mit, Entschuldigung. Nein, können wir. Da vorne steht wirklich ein Spieler, aber ich glaube, der ist schon tot, ne? Sonst würde der da nicht so... Warte. Wer ist denn das? Fahr mal ran. Ich glaube, der ist der, wo du tötet hast. Guck mal, stehen bleiben. Hier, links. Der ergibt sich. Warte mal. Das ist bestimmt der Bruno. Warte. Red direkt mit ihm. Aber lass ihn nicht ins Auto, da ist eine AK. Hallo? Eine Ausrüstung. Hallo? Mikrofon muted. Ich glaube, das ist nicht an. Du redest nicht in Global Shit. Doch. Nicht Global, aber direkt. Ach so, deswegen höre ich es nicht. Okay. Ach, ist mir scheißegal. So, geh dich ficken. Weiter. Fuzzi. Wenn er nicht redet, ist das nicht mein Problem, oder? So. Ey, wenn keiner irgendwas sagt, ne? Tut mir leid. Ich hab mit geschrieben. Ich habe... Reicht. Er hat bestimmt gerade noch getippt. Da liegt der Leiche vorne, oder? Ein Fingersuchsystem ist auch nicht mein Problem.
heute im Jahre 2029, also dann wird wahrscheinlich dieses Video ausgestrahlt, deswegen sage ich das jetzt, müsste jeder eigentlich einen 10-Finger-Schreibkurs belegt haben. Beziehungsweise schon mit Tastaturfingern auf die Welt kommen. Ey, den hätten wir mitnehmen müssen, dann hätten wir eine Geisel. Und dann hätten wir DR erpresst. Hätten wir gesagt, hier, wir haben euren Fliesenfuzzi. In unserem Humvee sitzen. Ja. Wir kriegen erst wieder, wenn ihr uns eine DMR gebracht habt. Zwei. Nee, schon A50. Zwei. Wir müssen halt irgendwie auftreiben. Ja, können wir doch. Wir können sie doch kaufen. Rein theoretisch können wir Zombies burnen gehen. Zurzeit ist der Preis für Zombies auch ganz gut wieder. 45 Tacos. Ne, AS50 kostet, lasst mich nicht lügen, 2900? Oder mehr? Keine Ahnung. Wer weiß das hier? Wer weiß, was eine AS50 kostet? Keiner. Ey! Alter, war bestimmt hier irgendwo gespawnt. Warte, ist das direkt Kommunikation? Nee. Achso. Global. Den hätten wir trotzdem weggeschaut. Das ist ein Spieler, oder? Ist das ein Zombie auf der Straße? Nee, sind Zombies. Okay, wenn da aber Zombies sind, bei dann drei sind da Täler. Auch Gegner. Okay, weiter. Wir haben noch ein bisschen Virus. Zombies heißt Action. Wir machen das ja nur zum Selbstschutz. Wir brauchen halt ein paar Blutpacks. Ja, hat sich ja bis jetzt schon ein bisschen gelohnt. Guck mal, der Pony ist immer noch da. Der hätte immer noch mitfahren können. So ja, ja. Ah, warte mal, links da hinterm grünen Haus, was ist das? Ich glaube Zombies hier. Ja, da... Ja, die waren bewegen, die, also eben haben die sich nicht bewegen. Die laufen alle hier hinter. Eventuell ist er hinter in die... Die Scheune, ja. In die Scheune rein, ja. Warte mal, links, hinter das grüne Haus. Fahr hinter das grüne Haus. Da ist was gekrochen, ne? Ja, genau, fahr hinter das grüne Haus. Anscheinend. Da ist er, nee. Hä? Zombie. Warte mal, stopp, da greift ein Zombie den anderen an? Gott, sind die bestialisch. Weil hier hinten ist ja auch noch diese große Scheune. Warte mal. Ich fahr mal hin. Ja, fahr mal hin zur Scheune. Wenn hier Zombies sind, muss doch hier auch irgendjemand langgelaufen sein. Hallo Unke, warum gehst du runter? Ich will auch mal ein bisschen was sehen hier. Da ist eine Laterne unter uns, ne? Ja, die sehe ich. Jetzt geht's wieder. Okay. Los. Nee, aber in der Scheune ist nichts. Okay, also weiter Richtung Beritz. Lustig, ey. Oder im Wald. Nee, hier oben im Wald ist auch nichts. Ah, hier die blöden Zombies. Haut ab. Wir spielen Arma. Wir interessieren uns nicht für euch. Baum, 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 baum. Baum, 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 baum. So. Glaub, Halunke ist betrunken. Ja, er fliegt ganz nett. Ich sehe das. Rechts, links. Haben wir gerade ein schönes Weizenbier. Hast du ein Bluetooth? Beim Fliegen kommt das richtig gut. Ich merk's. Hast du einen Bluetooth-Joystick, damit du, wenn du dir ein neues holst, den einfach, nee. So, dass du weiterfliegen kannst? Ja, das wäre cool, ne? Musst du tanken oder was? Nö, aber ich dachte, ihr da seid. Ja, wir könnten ruhig auch nochmal nachtanken, so ist es nicht. Was sagt denn die Karte? Alles grün, ey. Was ist denn hier los, ey? Ich will Menschen töten. Nix üben. Ja, morgen Nachmittag, wer ist da? Rickard, wolltest du nicht aussteigen? Oh. Nein, heute mal nicht. Morgen früh? Muss ich arbeiten. Hm. Ey, gut. Werden beschossen. Von wo? Das ist von irgendwo hinten aus dem Wald. Ich schätze ab, oder? Nee, noch sind wir hoch. Wir haben's. Von vorne? Von vorne? Von vorne? Ich seh's nicht. Sagt was, wo soll ich hingucken? Ich seh nix. Ich guck grad nach hinten. Von rechts, glaube ich. Ich wende. Aber wir werden immer noch beschossen.
Sagt aus welcher Richtung. Flieg einfach nach oben, Halunke. Du könntest recht haben mit... Schau mit mal da am Berg links, links von der Straße, links von der Straße. Noch weiter. Nicht so weit, nicht so weit. Zurück, zurück drehen. Bei dem weißen Hausdach. Fahr mal hin. Da kommst du. Mit Uhrzeit kommst du auf der Straße. Da. Ja. Jo. Oh. Ey, wenn ich was kann, ne, dann ist das Leute aus dem Auto alle schießen, tot? Ohne dass die Karre kaputt geht. Alle tot? Ja, UZ. Ja, ich habe Invisible gekillt. Nein, das war Virus. Ich hab geschossen. So, nachgucken, was hat Invisible? Wie steht's denn um den Little Bird? Engine Orange und Inst Orange. Ey, kann der Invisible nicht, wenn man ihn schon erschießt, wenigstens den Motor ausmachen? Das kann er nicht alleine. Das sind wieder diese Karren, die hier leer dann rumstehen und keiner kann was mit anfangen. Was hat er für eine Ausrüstung mit? Der hat doch mal eine DMR dabei. Wer ist denn da gerade? Hillbilly, ne? Ja, aber nix, gar nichts. Nicht der hat nix, gar nichts. Nix gespawnt. Wie, der hat doch gerade geschossen. Ja. Mit was hat der geschossen? Na, das ist der falsche. M4A1 Holo. Pack ein ins Auto und weiter geht's. Ist es mit Granatwerfern, ne? Ja. Ich glaube, ja. Alter, hätte ich hier aufs Korn nehmen können. Ja, aber Astra. Hat der Granaten mitgehabt? Hat er Granaten? Hast du es gesehen? Bin drin. Hillbilly lootet noch. Ne, ich bin drin. Wie? Hast du alles, was er dabei hat? Hast du auch in den Rucksack geguckt? Ja. Okay. Hab den Rucksack mitgenommen. Rickard, wie viele Rucksäcke sollen wir denn mitnehmen? Also alle, die ihr findet. Es ist nur ein Rucksack bis jetzt drin, glaube ich. Wie viele kann man denn? Mehr ich dachte, man kann nur einen Rucksack in ein Auto. Ja, deswegen solltet ihr euren ablegen, ins Auto reinlegen, dann nehmt ihr euch den neuen wieder mit. Ja, aber ich dachte, ein Auto kann nur ein Rucksack liegen. Nein, da passen mehrere rein. Ach so. Okay, ja, viel Spaß noch. Macht's gut. Danke. Schlaf gut. Ciao. Ja, ciao. Wir machen mal einen Spendenaufruf. Wenn ihr ein Herz für Ostdeutsche habt, dann spendet doch jetzt mal bitte für den Red Guard, damit der endlich einen Donator-Skin kriegt. Das kann so nicht weitergehen. Ich mach meinen heute Abend. Sehr gut, sehr gut. Ein Herz für Ostdeutsche. Ich rufe nochmal dazu auf. Wer bereit ist, ne, spendet an den Löwenherz-Server und gebt bitte als in dem Betreff an Redguard. Impuls Redguard. Bitte einen 42-Euro-Skin, damit er möglichst lange dabei ist. So, haben wir das auch erledigt. Redguard, in 2-3 Jahren hast du dann einen Skin. Ja, ich glaub's auch. Da oben links war ein Mustang. Aber ich weiß nicht, ob der gefahren ist. Da die Straße hoch, guck mal da, siehst du den roten Mustang? Wo ich genau jetzt hinziele. Hinter dem roten Baum. Ah, ja. Ach da, ein roter Mustang, ja. Ich glaube nicht, dass der gefahren ist. Wollen wir uns den einsacken? Brauchen wir den? Ach, jetzt rechts unter uns. Könnt ihr den mit dem Little Bird nicht einfach mit einhaken? Ich glaube, es geht mit dem nicht. Wie? Aber wir können es mal probieren. Ja, versuch mal. Weil ein roter Mustang ist auch schön. Denk dran, wenn 15 Minuten da unten stehen, müssen wir uns auf den Weg in die Basis machen. Nochmal Karte. Alles grün, ey. So eine Gammelkarte. Wenn der Little Bird noch nicht mal ein Auto abstellen kann, was können kann wir er denn nicht. Dann... Ah, so ein Arschloch. Du bist aber gar nicht genau drüber. Muss man, glaube ich, auch nicht. Doch, muss man. Nee. Reicht schon so aus, so wie muss hin. Ja. Oh. Dann tauchen wir an. Ja, genau. Sieht ja relativ heil aus, ne? Oh, das ist da so ein Nachteil. Kein Unterschied zu sehen bei denen, ob die ganz oder kaputt sind. So ein Playmouth, ne? Playmouth. Okay, ist dran. Fliegt ihr schon über Beretz? Wir fliegen über euch. Flieg mal Richtung Beretz. Was wir noch in Beretz finden. Oh, jetzt muss doch irgendwo noch ein verfickter Spieler sein. Das
können wir nochmal die ganze Tour zurückfahren. Kann doch nicht wahr sein. Drei Leute gekillt. Einer im Traktor, einer aus dem UAZ und einer, der, naja, gegammelt hat. Und Zauber. Oh, 15 Minuten, da ist es. Ja, hilft ja alles nichts, ne? Also wenn hier alles sauber ist, wir müssen hier ist ein toter Spieler, aber wir müssen trotzdem nochmal beim Krankenhaus vorbeischneiden. Sind da Kisten drin? Oh, ich sehe keine Kisten. Ich sehe nichts mehr. Guckst du mal hinterm Tresen? Jo, bin ich unterwegs. Manchmal ist da ja noch eine Kiste. Oh, hier ist ein totes Huhn. Direkt. Gar nicht. Ey, das gibt's doch gar nicht. Wir waren heute mit der Gausche da und da war auch nichts. So scheiße. Ja. Manchmal ist oben auf dem Dach was, aber ich glaube, das sehe ich jetzt auch nichts. Bin drin. Okay, dann weiter. Richtung Heimat. Jo. Nee, Dach ist auch leer. Fahren über Gorka und Starry. Ja, ruhig ein bisschen actionreicher fahren. Irgendwas müssen wir doch nochmal wegknallen. Ihr habt doch gerade. Wen war's nochmal? Invisible. Kann natürlich sein, dass die EGFler jetzt stinkesauer sind. Mit dem Heli kommen. Mit dem Heli kommen. Und, oder wieder vor der Base bei uns warten. Da unten am Roten Haus. Irgendwie haben sich alle Leute gemerkt, bis zum Roten Haus und nicht weiter. Ja, da fährt so oft eine Autostreife. Ja, die mögen uns nicht. Und dummerweise macht der Vendetta irgendwelche Videos und andere Leute sehen das. Das ist voll zu kotzen. Und deswegen wissen die auch immer ganz genau, wie wir fahren. Aber hey, no risk, no fun. Und sonst so, alles gut bei euch, ja? Prostata läuft, ja? Einwandfrei. Ja, super, super, super. Keine Konformantenblase, ja? Nee, du. Was habt ihr sonst so heute getrieben, so außer hier rumfahren und Leute erschießen? Ach, ich doch. Oh, du fährst bei mir gerade im Kreis. Ah, jetzt läuft's wieder. Oh. Oh. Alles gut. Das hat auch gerade ein volles Leck. Ein volles Leck? Ein volles Leck. Besser als ein leeres Leck. So wie eine volle Blase. Ja, du hast Probleme. Mit Prostata. Ne? Du hast Probleme mit der Prostata. Ja, da haben ich bin halt alt. Nimm Granofink. Ich bin kein Piepmatz. Was? Warum denn Piepmatz? Weil Fink. Achso. Oh, oh, oh. Der war echt. Also eigentlich war der gar nicht schlecht, aber so weit denkt man nicht. So weit denkt man nicht. Der Granu-Fink. Oh Mann. Red Guard, Red Guard, Red Guard. Was soll das noch mit uns werden hier? Alt werden verwandt sein. Ich kann es gar nicht richtig aussprechen, so. Geht's mir ans Herz? Echt jetzt? Echt jetzt? Ja. Oh mein Gott. Bald darf ich offiziell mit deiner Freundin, Schwester pumpern. Was? Was war das letzte Wort? Was war das? Was hast du da gesagt? Was sagst du da offiziell? Was? 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 Ist dir nicht aufgefallen, dass das Kind ausschaut wie ich? Das ist meine Frau, du Fotze! Oh, dieser Redguard, ey. Oh. Ja, meine lieben Freunde, ich war heute schön schwimmen. Ich bin schwimmen gewesen, ja. Schwimmen war ich. So viel aus meinem Leben. Cool, ne? Ja, Real Life. Ja. Scheiß auf Real Life. Ja. Ich fand auch, die Gamma-Werte waren total mies eingestellt heute. Du brauchst neue Hardware. Ja, ich weiß. Hat extrem geblendet. Ja. Wird alles viel zu weich bei dir dargestellt. Findest du? Da hinten ist Heli-Crash, aber da war das, glaube ich, schon, ne? Bei Novi Sobo.
Das ist der über... Ja, da war ich ja, da habe ich das 240er her. Das, das ist doch aber der über Sterry. Ja, klar. Dem waren wir vorhin auch schon. Da hinten hinter Novi, genau im Rücken von uns, über Novi ist auch einer. Ach so, okay. An dem war ich. Da gab es 240er Magazine, von dem ich übrigens erst 50 Schuss verballert habe. Was soll denn das? Ich habe mir so viel eingesteckt, ne, weil ich echt dachte, hier geht der Punk ab und dann sowas. Oh, auf die Spieler bei diesem Server. Und hier ist noch einer, den haben wir aber noch nicht gesehen, oder? Wo? Hier. Ach, da, ja. Wolltest du noch gucken? Kann ich, ja. Ganz schnell einmal. Abspringen oder? Ja, ich lande. Warte, dann packe ich bloß schnell meine Waffe rein. Das Moped steht hier auch schon seit ein paar Tagen. Oh. Will auch keiner fahren. Oh, Bus! Oh, Bus! Ah, die Nudis. Ich komme nur noch raus. Okay, ich hab's. Ah, ja, nee, Fahrer. Ich muss nachladen. Der hat eine Pistole. Jo. Die haben nix. Nein! Was ist? Ist kaputt. Nein. Okay. Doch, ich hab zu hart aufgesetzt. Ich glaube, wir können looten. Und wie kaputt ist er? Looten. Ja, der fliegt nicht mehr. Wir haben doch kaum was. Jungs, habt ihr gehört? Ja, ist kaputt. Wir bräuchten einen Motor. Scheiße, den habe ich in Forms reingepackt. Ihr habt bloß ein Rad mitgenommen, ne? Ja. Schnelles Muscle Car abtauen, einer muss vorausfetzen, Motor holen. Ja, ich als Schütze wäre blöd. Ich begebe mich hier schon mal in Position, um das Teil zu bewachen. Hier, Willi, bist du? Ich meine Waffe mal schnell wieder raus. Ja, ich bin drin. Das ganze Team weggenatzt, ne? Glaubt man's? Die regen sich bestimmt jetzt auf. Oh, die kotzen richtig. Ja, da ist man schon zu viert unterwegs und dann sowas, ne? Ja. Vor allem jetzt spawnen sie wieder ohne Loot. Und Inst ist auch kaputt, das müsste... Metallteile? Glaube Metallteile, aber sicher bin ich mir nicht. Ihr seid bei der Heli-Absturzstelle, ja? Genau. Ja. Aber bei der Stary, anderen, oder also was? Ist noch eine. Virus, weißt du, welche die meinen? Ja, ist doch hinfahren, ist. Ja, weil wir müssen ja jemanden da erstmal das Muscle Car geben. Ich wollte gerade husten. Das Muscle Car geben. Wir brauchen ganz schnell Teile. Wir sind bei 56 zu 63. Ich leg schon. Oberhalb von Capanino. 56 zu? 63. Straße, gleich die erste Straße in Capanino rechts rein. Feldweg. Sag mal die Richtung ungefähr, Alex. Warte. 56, 63 da. Okay, habe ich gelegt. Links. Ey, hier oben steht auch ein Fahrzeug. Ach ne, ist ein Stein, alles gut. Noch weiter links. Warst du schon looten jetzt, Redcat? Da war nichts weiter, bloß Müll. Scheiße, für Müll ist jetzt der Heli am Arsch. Ja, den kriegen wir schon noch repariert. Ich hab mich ein bisschen in der Höhe verschätzt und dann ist er ein bisschen doller aufgeknallt und war ja schon vorgeschädigt, das Teil. Zombies packen ihre Waffen weg. Naja, Gott sei Dank, ey, stell dir mal vor, die Zombies hätten Waffen. Wie übel das wäre. Hätte ich ja nicht auf Straße fahren können, Capanino. Ja, aber nicht schlimm. Du machst das schon gut. Rechts ein bisschen mehr. Da hinten qualmt, siehst du es? Ja. Aber nach dem Server-Restart ist ja der Dings weg. Die Heli-Crash-Stelle. Und keiner wird vermuten, dass hier jetzt ein Heli von uns steht. Ja. Das ist schon mal von Vorteil. Und ich habe mir hier im Blick. So eigentlich so schnell sollte nichts passieren. Ja, und klauen kann ihn ja sowieso keiner so schnell. Weil ich selber einlocken kann. Wir müssen es schaffen. Okay, da steht das Ding. Wer möchte denn mit Mustang schnell zurückfahren? Ich dachte, ihr seid schon unterwegs damit. Nee, wir sind jetzt bei euch hier. Fahr du mit dem Mustang zurück. Ich bin noch als Schütze oben drauf. Hillbilly, mach du. Und wir geben Hillbilly... Naja, Geleitschutz ist ja auch blöd. Dann bleiben wir hier, oder was? Obwohl das dann auch richtig riskant ist nach dem Server-Restart, ne? Mhm.
Wegen Fahrt mit dem MTW, Hillbilly ist schon angetaucht? Haben wir auch. Ja, ich kann ja nicht abtauen, bei mir springen die Frames. Ich springe auch raus. Wegen Alex, fahr du damit zurück und okay, Hillbilly fahr zurück, macht Schütze. Okay, fahr zurück, dann geht Hillbilly als Schütze drauf. Ja. Was war's mit Motor und Metallteile, ne? Ja, je nachdem, was Inst ist. Ich hoffe, das Teil hier ist heile genug. Wir haben den ja auch gerade erst gefunden. 5 Minuten hoch. Oh, ey. Ich fahr in die Base. Ja, du fährst auch in die Base, genau. Bringt notfalls alles mit: Rotorteile, Motorteile und Metallteile. Wer ist hier am Baum? Das bist du, Alok, oder? Das bin ich. Ne, das bin ich, Redcard. Bin weiter oben. Leg ich mich auch mit oben hin. Ja, oder auf andere Seite. Da ist aber Freifläche. Ja. Hier Richtung Osten. Leider kein Kompass dabei. Ja, aber die Richtung ist schon richtig. Scheiße, ich fahre hier direkt am Airfield vorbei. Ein bisschen weiter links, würde ich sagen. Da oben im Wald. Aber was hast du für eine Reichweite mit deiner Waffe? Weit, das ist bloß eine Molle. Na gut, dann leg dich nah ran, in irgendeinem Busch oder so, oder? Bleib hier. Ach, du hast ja den Sniper dabei, ne? Ne, ich habe eine ACOG, aber damit habe ich genug Reichweite. Ja. Kriegen wir schon geschissen, Jungs. Oh. Mach mir da auch gerade wenig Sorgen, ja. Ah, da vorne fährt ein Humvee, oh mein Gott! Gekotzt haben gerade. Ganzes Team im Bus, ey. Fahr wegen rechts, dass du drin kannst. Ich fahre ja nur 20 km schneller. Nimmt er die 20 km mit über die Wiese? Juck, nimmt er. Redguard, wo bist du hin verschwunden gerade? Rechts vom Baum. Oh ne, jetzt wieder nicht, weil am Busch. Bungen bin. Mich hingelegt. Vom Baum, ach da bist du ja. Dass ich dich dann zufällig entdecke und über den Haufen schieße, ja. Nee. Aber normalerweise müsste ich mich ja erkennen mit meinem blauen ja. Anzug und diesem komischen Rucksack. Das wird knapp. Bis in die Base. Ja, es wird echt knapp. Gut, ich denke mal, ich schaff's bis in die Base und dann packt da alles rein. Und dann kommen wir wieder. Ja. Jetzt schießt jemand. Ja. Was? Auf dich? Auf mich. Ja, auf mich. Den. Nee, die kann er nicht wegtragen. Und wo schießt er? Ich hab ihn, glaube ich. Genau Ost. Oben in der Tanne drin. Er läuft, er bewegt sich noch. Ich glaube, jetzt habe ich ihn auf jeden Fall getroffen. Ja, waren wahrscheinlich zwei, oder? Ja, das kann auch sein. Weil das war gerade schon einer von New, der gestorben ist. Ja, wir haben das ganze Team eigentlich weggeschossen. Mhm. So schnell können die nicht da hoch. Das glaube ich auch nicht. Stimmt. Also, so wie ich das gerade sehe, habe ich aber keinen gekillt. Also ich sehe jetzt gerade, laut meinem Counter und Puchti sind gestorben. Und ja. Kurz davor sind auch schon Ehek und Puchti gestorben. Das hat zu meinen Schüssen eigentlich gepasst, ne? Ja. Aber ich meine, wo Alex die getötet hat mit dem Humvee. Ja. Da sind auch schon Ehek und Puchti gestorben. Da schießt schon wieder jemand. Au, oh, ja. Hat mich getroffen. Okay, dann ist da immer noch einer. Und ich blute. Scheiße. Server schmiede eh gleich ab. Ja. Oh, hätte ich nicht gedacht, dass wir jetzt noch in so ein Gefecht kommen, ey. Doch nicht. Ich bin 600 Meter vor der Base. Ich fahre noch so lange, bis keine Nachricht kommt. Ich guck mal, wie weit ich komme. Mach ich auch noch so. Obwohl, mit dem Humvee solltet ihr echt irgendwo rechts reinfahren, dass ihn keiner sieht. Wir sind da schon im Wald, bei der Base. Ach so, aber dann bleibt trotzdem vorher stehen, weil ansonsten glitscht das Ding weg, wenn ihr jetzt plötzlich ausgelockt werdet. Ja. Safe am Moment, komm.
Gut, bin in der Base. Ich bin nur schnell auf den Hügel. Okay. So. Dann pausiere ich hier kurz das Video und wir sehen uns gleich wieder. Bis denn. So, da sind wir wieder. So ist richtig. So ist richtig. Ich muss noch kurz warten, dass ich an die Kiste komme. Alex, nimmst du alles mit oder sollen wir was mitnehmen? Ich versuche alles mitzunehmen. Jetzt kann ich an die Kiste. Also, sag nochmal, was du... Redguard schon wieder da? Noch nicht, ja. Aber sag erstmal, was ich mitbringen muss. Ein Motor auf jeden Fall. Und Metallteile und am besten auch nochmal Rotorteile zur Sicherheit. Rotorteile, Metallteile. Ein Hauptrotor. Das ist bei H, ne? Ah, ich krieg eine Sache nicht mit, wie es aussieht, warte mal. Wo sind die Metallteile? Ah. Doch, krieg alles mit. Okay, dann drehen wir um. Ja, dreht um. Aber, na, ich glaube, die vorderen Räder dann mal reparieren. Sind schon ziemlich kaputt. Ja, mit dem hier muss ich auch noch mal kurz tanken fahren. Das war Cabanino, ne, wo ihr seid? Ja, oberhalb. Also ich habe das die ganze Zeit im Blick, von wo aus die geschossen haben, aber da ist gerade noch nichts. Ich glaube, ich wechsle mal ein bisschen meine Position. Oh, warte, ich muss mal ganz kurz hier. Nee, Billy, baust du auch schnell ein Rad an? Ja. Oh, 15%. Schön, ist noch genug in Hambi drinne? Sprit? Oh. Die Munition. Ach ne, müsste ja so wieder, müsst wieder voll sein nach dem Restart. Ja. Baue es am besten auf RF, Wheel. Machst du es geschwind, sonst müssen wir umladen. Bin auch wieder drin, Halunke. Oh. Das gegenüber in dem Wald, welchen? Ah, du hast wieder keinen Kompass, ne? Nee. Ja. Karte hab ich dabei. Sind auch wieder unterwegs zu euch. Eher links an der Ecke vom welchen oder eher rechts? Bitte. Da stehen ja so 4-5 Tannen gehäuft in der Mitte, ne? Da so hinter waren die. Ich muss noch kurz tanken und dann bin ich auch bald da. Ich habe die Teile extra in meinen Rucksack gepackt und nicht ins Auto, für den Fall, wenn das Auto brennt, ne? Wäre alles weg. Tanke. Alles ruhig gerade hier. Ah. Okay, ich tanke. Hat aus Versehen rausgerollt. Wäre nur kacke, wenn die uns jetzt komplett umlaufen, aber dann müssten sie natürlich einen Riesenbogen laufen. Deswegen habe ich gerade auch einen Soundcloud gemacht, damit ich eventuell höre, falls irgendwo fahren. Wie geil
geil gerade der Server läuft, ne? Ja, Hammer. Ja. 60 Frames. Na gut, ich hab 40, aber ist ja auch inklusive Aufnahme. Cabanino, sag mir nochmal so, Pi mal Daumen, wo ich hin muss. Dann gleich. Sag an. Die zweite links. Die zweite beim Reinkommen links. Ja. Kurz vom Ende. Hier ist die erste. Ja, dann bin ich schon in Sterry. Nee, kurz bevor das Cabanino zu Ende ist. Also Richtung Zombie Burner da hoch oder was? Ja, genau. Ich glaube, ich höre dich. Ja. Jo, haut. Wo seid ihr? Fliege links am Busch und da kommt gleich der Hebel. Ich bin links oben am Wald. Ich bleib hier auch erstmal, ne? Ich versuche den einfach mal zu reparieren, ja? Ja, ich gebe Deckung. Soll ich mithelfen? Nö, läuft schon. Damit ich notfalls sie ablenke. Damit sie auf mich schießen und nicht auf dich. Ach, bleib locker. Sicher. Wer kommt da? Bist du das jetzt? Ja, das bin ich. Okay. Das war das Falsche. Rucksack öffnen. Motorteile ab. Engine wird repariert. Ich glaube, mit der Engine wird er schon wieder laufen. So. Du hier den Hauptrotorteil hingelegt? Ja, das ist mir rausgebackt. Okay, warte, dann probiere ich es gleich mal. Komm ins Gelaufen, ist ein ne? Avionics. Probiere ich gerade zu reparieren. Ja, reparier ich. Metallteile. Die waren auf 0%. Ja. Achtung, geschossen jemand? Ich bin platt. Von wo? Joker. Weiß ich nicht. Steig einen, fliegt davon. Warte, lass mich fliegen. Steig aus. Warte. Also, nee, du kannst auch fliegen. Flieg. Heb ab, Red Guard. Versuche ich ja. Ich komme nicht hoch. Der muss erst auf Vollstoff laufen. Okay, und jetzt los, weg hier, nach links, hau ab. Oh, ich werde beschossen. Nein. Oh nein, das Ding ist im Arsch, ich spring ab. Wieder kaputt? Scheiße. Ja. Abgeschmiert. Abgestürzt. Alex, wir kommen zu dir schnell. Jo, ich seh ihn im Wald, also... Oh. Ich schaue wegen rechts. Ich wurde getroffen. Ich auch, ich blute und werd beschossen. Was ist der Wald rechts da? Ja. Er kommt nicht zu uns. Das hat keinen Wald Sinn. Wald östlich. Oh doch, ich seh ihn. Aber wie schnell EGF hier oben ist. Okay, der Heli ist schon mal im Arsch. Ich fahr Muscle Car, ich hol mir den jetzt. Okay. Halunke, wo bist du? Gestorben? Auf der Wiese, auf dem halben Weg zum Heli. Da schießt noch jemand. Ja, auf mich. Schießt du, wohin der vorhin fährt? Ah, ja. Da hinter dem roten Baum. Kommt ihr mit einem Humvee oder? Wir sind schon dran. Wo seid ihr? Fast beim Alex. Okay. An der Straße. Kann ich zu Halunke laufen? Deine Leiche. Wo immer die jetzt gerade liegt. Ach, da. Danke. Er bewegt sich nicht.
schießen wieder. Jo, hat mich erwischt. Scheiße, da ist noch meine RPK. Nee, PRK, bla bla bla. Ja, dann warten wir bis jetzt zum Auto laufen. Ah, laufen schon zum Auto. Das Auto. Schaff's gleich ins Auto. Schieß aufs Auto, schieß aufs Auto. Ah, du hast ihn. Sehr gut. Dann, Joker! Ja, hab ich gesagt. Dann bitte meine Dings in Sicherheit bringen. Ja. Aber war das der Einzige? Ja, es war nur einer. Aber war das nicht EGF, der vor uns da war? Nein, 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 das war Joker. Echt? Ja. So, ich bin Solnitschny, aber ich glaube, das ist es dann für mich erstmal gewesen. Ich lock mich hier, glaube ich, aus. Ah, oh, ärgerlich. Sieht schön aus, ich mach Bedeckung. Mhm. Komm rüber und schnapp mir den Muscle Car. Wir haben Heli verloren, aber einen Admin gewonnen. Ja, scheiße. Hat er irgendwas Besonderes dabei? Das sehen wir gerade nicht. Der hat ja eine M4 A3 im CCO. Im Rucksack eventuell? Was? Der hat damit so gut geschossen? Blut, ein paar Magazine. Naja. Räumt ihn aus so. Und für euch, meine lieben Freunde, ist für heute Schluss. Haut rein und bis dann. Ciao, ciao. Ciao, ciao.